Gegen 20.30 Uhr am Abend hat ein schweres Gewitter mit sintflutartigen Regenfällen die Kreisstadt Neunkirchen, insbesondere die Stadtteile Fuhrpach, Kohlhof, Ludwigsthal und Wellesweiler getroffen. Wie war die Lage vor Ort in einzelnen Stadtteilen? Wir hatten teilweise massive Überflutungen in Kellern von zahlreichen Wohnhäusern. Im Bereich der Homburger Straße in Wellesweiler stand die komplette Straße ungefähr 1,20 Meter hoch unter Wasser, sowie auch alle umliegenden Kellerräume. Davon betroffen war in diesem Bereich auch insbesondere die Sparkasse, bei der sogar der Tresorraum überflutet wurde. Wir waren mit rund 100 Einsatzkräften aus der Stadt Neunkirchen sowie auch von den benachbarten Städten und Gemeinden aus Ottweiler sowie aus Spiesen-Elversberg bei etwa 50 bis 60 Einsatzstellen im Einsatz. Das Gros waren überflutete Keller, die durch die Regenfälle unter Wasser gesetzt wurden, bei denen es das Wasser abzupumpen galt. Ansonsten stark verschmutzte Straßen, aufgeschwemmte Kanaldeckel sowie auch mehrere großflächige Wasserschäden in Gewerbe- und Industriebetrieben. Beispielhaft sei hier ein Baumarkt in Neunkirchen zu nennen, der großflächig unter Wasser gesetzt wurde und bei dem wir mit verschiedenen Tauchpumpen und Wassersaugern das Wasser absaugen mussten.